Stephen Hawking soll kurz vor seinem Tod noch ein Geniestreich gelungen sein. Der Beweis von Paralleluniversum. Der Beweis der Existenz eines Multiversums, einer Welt voller Universen. Das wäre wirklich eine unglaubliche Sensation. Es gibt nämlich zahlreiche Modelle, Hypothesen und Theorien über die Existenz von Paralleluniversen. Aber keine einzige davon konnte auch nur im Ansatz bewiesen werden. Das könnte jetzt auf einen Schlag anders werden. Und Stephen Hawking würde auf einen Schlag in die absolut erste Reihe der Physiker aufsteigen. Was es also mit dem Multiversum auf sich hat und was Stephen Hawking bewiesen hat, jetzt den Klick zum Science and Fiction. Das wäre wirklich der absolute Hammer. Stephen Hawking würde seinem Lebenswerk die Krone aufsetzen und die Physikwelt umkrempeln. Eine Welt aus Paralleluniversen, ein Multiversum. Aber was könnte er bewiesen haben? Für ein Multiversum gibt es verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist der der Heisenbergschen Unschärferelation. Wellen nehmen ja erst ihre Teilcheneigenschaften an, wenn sie beobachtet, wenn sie gemessen werden. Sprich, werden sie nicht beobachtet, gibt es Wahrscheinlichkeiten, mit denen sie an bestimmten Orten existieren. Sie existieren aber nicht dort. Man könnte auch sagen, dass sie nicht existieren, da ja nicht festgestellt werden kann, wo sie sind oder in welchem Zustand sie sind. Berühmtes Beispiel, das Doppelspaltexperiment. Lasse ich Licht durch einen Doppelspalt fallen, bildet es als Projektion ein Interferenzmuster. Messe ich aber, durch welchen Spalt welches Lichtteilchen fliegt, ändert das Licht seine Eigenschaft von einem Interferenzmuster verursachten Welle zu Teilchen. Das Interferenzmuster verschwindet, die beiden Spalte werden jetzt projiziert. Oder Schrödingers berühmte Katze. Lasse ich eine Katze sterben, wenn ein bestimmtes Teilchen zerfällt, dann stirbt sie nicht, beziehungsweise sie stirbt oder sie stirbt eben auch nicht. Und zwar erst, wenn wir den Zustand des Teilchens messen. Vorher gab es nur eine Wahrscheinlichkeit des Zerfalls und das ist tatsächlich so. Die Katze war damit auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit tot oder lebendig. Total verrückt. Daher stammt aber die Theorie, dass sich die Welt erst in dem Moment manifestiert, in der wir sie messen oder beobachten. Vorher sind es nur Wellen und Wahrscheinlichkeiten. Wir würden dann ja jeweils durch Messen und Beobachten immer wieder neue Universen entstehen lassen. Das ist komplett verrückt, wirklich. Ein anderer Ansatz wäre die String-Theorie. Sie besagt, dass alles nur Wellen sind, also sehr ähnlich. Eine meiner Lieblingstheorien. Alles besteht aus eindimensionalen Fäden, Linien, die in einer bestimmten Frequenz oder einem bestimmten Frequenzbereich schwingen. Bei Licht können wir das ja ganz gut nachvollziehen. Demnach, nach dieser Theorie, gibt es noch zahlreiche weitere Dimensionen und in diesen Dimensionen existieren dann Paralleluniversen. Und sie können sogar miteinander kollidieren. Über eine Spur einer solchen Kollision hatte ich ja hier letztlich berichtet. Alles in allem ist aber keine der Theorien bewiesen. Das sind letztlich im Gegensatz zum bewiesenen Klimawandel oder der zweifelsfrei bewiesenen Evolutionstheorie nur Denkmodelle oder Gedankenexperimente. Wenn man allerdings diese Modelle oder eines dieser Modelle mit einem mathematischen Konstrukt beschreiben kann und dann noch einen Beweis daraus herleiten kann, dann wird es eine Theorie, die bewiesen ist. Allerdings dürfen das dann nicht nur Entwickler dieser Theorie und dieses Beweises machen, sondern auch andere Wissenschaftler müssen in der Lage sein, das durchzurechnen und zu beweisen. Dann wird eine solche Theorie zur bewiesenen Theorie und wir haben eine wirkliche Erkenntnis gewonnen. Hawking hat für viele grundlegende Phänomene wie schwarze Löcher, den Urknall, den Ereignishorizont von schwarzen Löchern, das schon oft getan und jetzt kommt vielleicht sein Meisterwerk. Gemeinsam mit dem belgischen Physiker Thomas Hertog hat er eine Multiversum-Theorie entwickelt. Den beiden Physikern soll es tatsächlich gelungen sein, eine mathematische Grundlage für das Multiversum entwickelt zu haben. Zurzeit wird die Arbeit im Peer-Review-Verfahren gecheckt. Kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die Arbeit korrekt ist, wäre damit eine wissenschaftliche Bombe geplatzt. Es wäre bewiesen, dass wir in einem Paralleluniversum leben. Das nächste Ziel wäre zu erkunden, wie wir solche Paralleluniversen beobachten können oder Spuren von ihnen finden können. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema, zum Thema Paralleluniversum und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Das geht ganz einfach mit diesem Link. Dann informiere ich euch über meine neuesten Videos vor allen anderen und das garantiert anders als hier auf YouTube. Dort könnt ihr auch bei Klicksum mitmachen und mir Themen vorschlagen oder bei Abstimmungen mitmachen und damit beeinflussen, was hier auf Klicksum passiert. Vergesst natürlich nicht das Abo und den Klick auf die Glocke. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken. Zusammenstoß mit einem Paralleluniversum. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.